Wie wird die Reaktion der Schnüdel auf das desolate 1:5 zuletzt in München aussehen? Interimstrainer Jan Gernlein will bei seinem Heimspieldebüt sicherlich eine andere Leistung sehen als letzten Montag. Gegner Pipinsried in Gelb und Blau ist weiter extrem Corona geschwächt, spielt hier mit einer absoluten Notelf. Bis auf Ersatztorwart Julian Kirch ist kein Auswechselspieler dabei. Die Gäste stellten aber gleich unter Beweis, dass sie die Punkte nicht kampflos abtreten wollten. Schweinfurt-Pomadig, das nutzt Faton Cimaili zu einem Spaziergang durch die heimische Defensive, nur der Abschluss lässt zu wünschen übrig. Und in der 13. Minute wäre dann eigentlich das 0:1 fällig gewesen. Nach einer Direktabnahme von Cimaili fällt das Leder Lukas Schraufstetter vor die Füße, aber er trifft selbiges nicht und so wird es eine Beute für Torhüter Bennett Schmidt. 5 Tageumdrehungen später dann endlich mal ein Lebenszeichen der bis dato enttäuschenden Hausherren. Adam Schabiri bekommt da das Leder gut durchgesteckt, Keeper Alexander Alban kann aber parieren. Fortan die Schnüdel etwas besser im Spiel. Die nächste Chance allerdings ein Zufallsprodukt. Janik Fippel schießt Amar Suljicjan und der Abpraller wird richtig gefährlich. Dann wieder mal der FCP. Der Doppeltorschütze aus dem Rosenheim-Spiel, Marvin Jieke, zieht da an, setzt aber das Leder knapp links vorbei. Besser lief's kurz darauf auf der anderen Seite. Da köpft Edin Hiseni eine weite Flanke in die Mitte, wo Schabiri ebenfalls per Kopf und etwas schmerzhaft zu seinem 23. Saisontor vollendet. 33 Minuten waren da gespielt. Dass diese 1:0 Pausenführung aber insgesamt schon etwas schmeichelhaft war, unterstreicht auch nochmal dieser Kopfball von Schaufstetter nach einer Freistoßflanke. Und auch bei einem Konter unmittelbar nach Wiederbeginn zeigte der Neuling, dass man noch längst nicht gewillt war, klein beizugeben. Der Abschluss von Eren Emirgan allerdings deutlich verzogen. Die Schnüdel braucht noch diesmal wieder eine längere Anlaufzeit, dann aber wurde es richtig gefährlich. Florian Pieper setzt die Hereingabe von links knapp vorbei. In der 63. Minute segelt dann eine Flanke von der anderen Seite herein und das ist ein gefundenes Fressen für einen Strafraumstürmer wie Schabiri, Saisontor Nummer 24 für den 37-Jährigen. Damit war jetzt auch der Wille der Gäste, die zuletzt auch nicht vernünftig trainieren konnten, gebrochen. Unter anderem Schabiri hätte sein Torkonto sogar noch weiter aufstocken können, scheitert hier beispielsweise am Lattenkreuz. Und so war die endgültige Entscheidung einem anderen vorbehalten. Pieper nimmt die Hereingabe von David Krötzinger schön an, dreht sich um die eigene Achse und vollendet in der 84. Minute zum 3:0 Endstand. Und noch bitterer für die Gäste, kurz vor Schluss verloren sie auch noch Paolo Cipolla mit einer offenbar schwereren Gesichtsverletzung. Er musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. Gute Besserung auch von dieser Stelle aus. Ich muss meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen für die Leistung heute, auch wenn wir 3:0 verloren haben. Und natürlich mit dieser am Schluss noch unglücklichen Aktion. Der Thomas Haas trifft unseren Spieler, sieht ihn nicht, trifft ihn keine Schuld, aber hat natürlich jetzt einen Cut und ist noch schmerzlicher wahrscheinlich wie die 3:0 Niederlage heute, dass wir jetzt wieder einen Spieler weniger haben für die nächsten Tage, Wochen. Wir werden mal sehen, wie lange er ausfällt. Sehr, sehr geduldiges Spiel und ich habe vor der Mannschaft und vor dem Spiel gesagt, wir müssen den Ball gut bewegen, um den Gegner einfach ins Laufen zu bringen. Und das ist uns dann auch sehr, sehr gut gelungen. Es waren immer mal wieder technische Fehler drin, die hätten nicht so passieren sollen. Trotzdem haben wir gesagt, das Spiel wird hinten raus dann entschieden. Und deswegen, glaube ich, sind wir dann dafür belohnt worden, dass wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr geduldig Fußball gespielt haben. Schweinfurt verteidigte also auch ohne zu glänzen seinen Status als bestes Heimteam der Liga. Der FCP muss dagegen baldmöglichst auf normalere Umstände hoffen, um die noch fehlenden Zähler zum Klassenverbleib einzufahren.